So. Ja, hier ist meine neue Tassimo Joy. Die wollte ich euch einmal zeigen. Hier hinten ist ein großer Wassertank. Da passen knapp 1,5 Liter Wasser rein. Das ist schon mal gut. Kann man den ganzen Tag Kaffee trinken. Der wird hier einfach reingeklemmt. Als nächstes wird die Maschine angeschaltet. Jetzt ist sie auch schon bereit. Da muss nichts vorgewärmt werden, wie man das zum Beispiel bei der Senseo kennt. Hier haben wir diese Kapseln. Darauf ist ein Barcode. Der wird hier in diesem Scanner eingelesen. Und dann erkennt die Maschine, wie stark, wie viel Wasser da rein muss und wie hoch der Wasserdruck sein muss. Das wird alles ausgelesen damit. So, jetzt stellen wir das Glas da rein. Bei Tassen kann man diesen Einsatz bis nach hier oben reinsetzen, damit nicht alles nebenher läuft. Bei größeren Tassen kann man es hier unten reinstecken. Und bei Gläsern nimmt man es am besten raus, weil sonst hat man das hier oben in dieser Düse hängen. So, jetzt leuchtet die orange Lampe. Das heißt, das Gerät ist bereit. Drücken wir einmal auf den Knopf. Und jetzt geht es auch schon los. In der Zeit, wo diese Lampe hier leuchtet, muss man einfach mal abwarten. Wie man auch hört, ist die Maschine recht leise. Also wenn das Kind in der Zeit schläft, wird es dadurch nicht wach wie von mancher anderer Maschine. Zu den meisten Sorten gehören 2 Kapseln, einmal eine Milchkapsel und eine zweite Kapsel. Ich mache jetzt eine Chai Latte. In der ersten Kapsel war die Milch, in der zweiten ist der Tee. Jetzt müssen wir einmal abwarten, bis es hier aufhört zu blinken. Was ein bisschen stört, ist vielleicht der Wasserdampf. Dadurch wird das hier alles so beschlagen und es gibt auch schnell Fingerabdrücke. Zeige ich das mal von Namen hier. So, das geht relativ einfach auf und zu. Dann wird die Kapsel rausgenommen. Die ist auch komplett entleert. Ein ganz paar Milchreste sieht man hier oben jetzt noch. Das ist so das Problem, wenn man milchhaltige Getränke zubereitet. Da muss man einmal täglich die Maschine reinigen, damit man da auch keine Milchreste hängen hat. Das ist ja nicht so hygienisch. So, jetzt der zweite Kapsel. Auch wieder einfach den Knopf drücken. Und los geht's. Bei normalen Getränken wie zum Beispiel Kaffee, da würde es theoretisch sogar reichen, wenn man die Maschine nur einmal in der Woche reinigt. Aber wenn man wie gesagt, zum Beispiel Cappuccino, Chai Latte oder auch Kakao macht damit, dann muss wirklich täglich die Maschine gereinigt werden. Das zeige ich gleich auch nochmal, wie das geht. Fertig. Die Kapseln können einfach entsorgt werden. Jetzt kann die Maschine auch wieder ausgeschaltet werden. So, zum Reinigen muss man einmal hinten den Wassertank abmontieren. Und hier hinten ist so eine kleine Kapsel versteckt. Das ist die Reinigungsdisk. Der Wassertank muss wieder eingesteckt werden. Die Reinigungsdisk kommt hier auch mit dem Barcode nach unten. Wieder in die Maschine, zugemacht, die Maschine an, ein Glas, ein Wasserbehälter, der groß genug ist. Das macht nicht. Voll nochmal an, nochmal auf und wieder zu. Vielleicht muss auch erst das Glas stehen. Ja, muss erst das Glas hinstellen. So, jetzt läuft einfach einmal heißes Wasser dadurch. Vor der ersten Inbetriebnahme muss man einmal den
kompletten Wasserbehälter ausleeren, damit die Maschine auch richtig sauber ist und Wasser in den Leitungen ist. Für zwischendurch reicht es einmal durchzuspülen, dann ist auch alles sauber. Das stört mich so ein bisschen, so den letzten Rest sprüht das irgendwie so nebelig daraus. Bei Wasser ist es jetzt nicht so schlimm, da beschlägt es einfach nur. Aber wenn da jetzt Milch drin ist oder was anderes, dann spritzt das wirklich auch teilweise, das sieht man hier hinten an den Bereich, dann wird das ein bisschen eingesprüht mit Milch. Das ist irgendwie nicht so schön. Hier habe ich eben gekleckert, das macht man normalerweise. Stellt man erst das Glas drunter und stellt dann das Gerät an, dann passiert das auch nicht. Hier einmal durchwischen. So, hier kann man auch noch mal, da sieht man auch, dass hier so ein bisschen Milchreste noch drin sind. Wischt man auch einmal durch und dann ist die Maschine wieder fertig. Ja, das war es auch schon. Nicht zuletzt kommt der Geschmack und der ist wirklich ganz toll. Also ich muss sagen, im Vergleich zu anderen PET-Maschinen, gar kein Vergleich. Das ist vor allem der Latte Macchiato ist eigentlich wie aus dem, wie man es im Café auch bekommt. Schön finde ich auch das Design und ich bin insgesamt sehr zufrieden und kann die Tasse mir auf jeden Fall weiterempfehlen.